Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder bei Avenger und ja, wir haben jetzt Carver da, wo wir ihn haben wollten. Auf dem Boden mit zwei zerschossenen Kniescheiben. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum. Schauen wir uns das an. Oder nicht. Ich habe diesbezüglich leider von euch nur einen Kommentar gekriegt. Und zwar, der Ich mag Milch wie immer, der total heiß ist auf dieses Game. Und der hat gesagt, er wollte eigentlich nur zuschauen, wie der Carver jetzt fett die Birne zermatscht bekommt. Und warum tun wir ihm den Gefallen nicht? Diesbezüglich muss nur eins loswerden. Vielen, vielen Dank für das geile Feedback zu dem Channel of the Week. Ich glaube, die ganzen Kommentare haben mehr als deutlich gemacht, dass ihr das Format genauso feiert wie ich. Also mir hat es mega viel Spaß gemacht und ich meine, Tom Brani hat sich auch tierisch darüber gefreut. Ja, kann man in den Kommentaren übrigens nur mal nachlesen, nicht? Auf jeden Fall, ich habe es gern getan, es hat mega viel Spaß gemacht und ja, nächsten Mittwoch gibt es den nächsten Channel of the Week. Ich habe noch keinen gefunden, aber ich denke mal, das ist kein Problem. Da sind wir jetzt aber nicht. Wir sind bei The Walking Dead Season 2 Part. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal falsch gemacht. Wir sind jetzt bei Part 11, müssten wir jetzt schon sein. Und ja, wie schon gesagt, jetzt geht's weiter. That son of a bitch I don't hate, but that does not make this right. I'm not going anywhere. It's gonna get messy. I know. Look at you. Fucking ingrates. I don't even know how good you got it. That's all right. You'll learn. Lambs to the slaughter. No shepherd to guide you. Nö, wir wollen's auch nur sehen. Clementine knows exactly what I'm talking about. Bleiben, natürlich. No, I'm not letting you see this. It's not your decision. Atta girl. She ain't afraid to look it in the eye. You go with that feeling you got right now, Clementine. That's what makes you stronger than Come the rest on. Of them. Let's go. Yeah, go on. Let the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. That's funny. Coming from you. How's that eye? Just follow my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. Should have put you out of your misery right then. Now look at you. You're a mess. The fuck are you looking at, bitch? Don't act like you didn't love every... Ich möchte jetzt nur kurz darauf hinweisen, ich möchte es nicht in die Länge ziehen oder unnötig spannend machen, aber für die, die jetzt vielleicht sowas nicht mit ansehen können, es wird wirklich unschön. Also beim letzten Mal habe ich es auch angeklickt und... Ich meinte, ich hätte in Erinnerung, das wird ein echt schönes, also ein unschönes Ding. Also für die, die vielleicht ein bisschen jung sind, die schalten jetzt ab oder spulen nach vorne, weil es wird definitiv unschön. Aber da ich weiß, ihr wollt das unbedingt sehen, machen wir weiter jetzt. Ich hab's nur nochmal gesagt. Oh, und da kommt der. Oh, ah, der hat gesessen. Jesus. Und gleich nochmal drauf. Oh, bam. 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 Alter Schwede. Ja, das Auge sieht definitiv schlimmer aus wie Salz. Okay, nochmal. Oh, man. Ey, mein Kenny war im ersten Teil schon echt harter Brocken, ne? Aber jetzt hat das definitiv... dem so richtig hart gegeben, würde ich jetzt mal sagen. Let's go. Ja, let's go. Du sagst es. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, ich war ein bisschen weiter hinten wie beim letzten Mal. Das hatte folgenden Grund. Ich kam definitiv zu spät. Also ich konnte nicht mehr auf Bleiben oder Gehen drücken. Es ist dann einfach weitergelaufen und die Sarita, nee, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, die Freundin vom Kenny auf jeden Fall, die hat mich dann einfach mitgezerrt. So einfach geht's. Nicht? So haben wir es dann gemacht. Ja, also habe ich mir gedacht, ich, man sieht es auch in den Klamotten, ich sehe ja ganz anders aus wie im letzten Part. Come on, we got enough to worry about. Wie schon gesagt, nee. Man, we're never gonna make it. Ich hoffe, es hat euch gefallen. You kidding me? If Clem can handle it, you can. Shit, I thought they were coming from the south. They did. Looks like we're in the eye of it now. Für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben, wir müssen jetzt unbedingt gucken, dass wir einen von denen erledigen.
dass wir uns mit den Innereien praktisch von dem einschmieren können, dass die uns nicht mehr riechen oder sehen können. Oh, ich muss was machen. Ich darf was tun. Ich darf was tun. Ich dachte schon, ich hätte verfehlt oder so. Aber wir haben es geschafft. Nice one. Und die hat doch schon Erfahrung damit. Ich meine, wir ja jetzt auch mittlerweile. You guys better hurry up and get to smearing if you want to live. Or you can die here. Doesn't matter to me. Ja, Sarah, da musst du jetzt durch, Martin. Geht nicht anders. You're gonna put that on yourself? We have to, Sarah. Okay. Okay, now you turn around. It smells gross. Ja klar, es ist hier rein. Es riecht bestimmt nicht nach Rosen, nicht? Also, achso, ein bisschen auch was tun, ne, nebenbei. Are you sure? I'm sure. There's nothing to fear if you remain calm. Muss ich direkt mal von meinem coolen Tee trinken? Hurry the fuck up. Turn around. I'll get your back. We ain't got all day here. Everybody ready? Wir haben's. They're almost all us. What in the actual fuck is going on here? What is this sick shit? Someone say something before I start. Hey! Don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you. Do you hear me? Ganze Zeit der war auf dem Knispel, ne? Troy, we talked about this. Was hat denn die mit dem zu schaffen? What the fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen, not whatever the fuck this shit is. I did. But now we can leave. Troy, you can come with us. What? Well, where would we go? Away from here. Together. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we... Alter, voll in die Nuts geballert. Come on. Don't make any noise, guys. Jesus. They might hear something they don't like. Oh, da leid ich ihn zu. Nee, tue ich nicht. Der hat's verdient. Definitiv. Ja. Voll in die Nüsse geballert. Habt ihr das gesehen, Mann? Alter, ich find's geil. Okay, Sarah ist definitiv total in der Schockstarre. Die hat gar keinen Bock auf den Scheiß. Aber wir müssen da jetzt einfach mal durch. Oh my fucking god. Wir müssen aber aufpassen, dass die uns nicht abballern. It'll be okay. Watch Sarah. Ja, ich guck doch nach Sarah. Clementine, come help me. Calm her down. Please, just say something. You're her friend. Clementine. Oh shit, jetzt hab ich noch... Oh shit, wir haben ein Problem. Wir haben ein fucking Problem. Okay, das war vielleicht doch nicht so... so Noblinski. Okay, das ist jetzt überhaupt nicht cool, was hier gerade abgeht. Oh nein, jetzt kriegt man dieses Scheißding auch nicht raus. Und direkt, direkt eine weggefetzt. Oh no. Oh shit, ich weiß was... Ey Leute, ich würde jetzt echt am liebsten den Part beenden. Das ist aber... Das kann ich nicht tun, weil ich habe keine Ahnung, was passieren wird. So, wir haben zwei Optionen. Entweder den Arm abschneiden oder abhacken in dem Fall. Wir haben einen Ball, nicht? Oder den Zombie töten. So. Ich sag's immer so, wenn der Kenny jetzt noch eine Frau durch einen Zombie verliert, Alter, der flippt definitiv aus.
wenn wir den Armor packen, tun wir auf jeden Fall die Lebensdauer von ihr erhöhen, weil weil das Gift sich nicht so verbreiten kann. Die Gefahr darauf hin ist aber, dass sie verblutet und der Zombie könnte sie auch weiterhin noch attackieren, weil er ja dann noch lebt. Das ist ja völlig logisch. So, wenn wir jetzt den Zombie killen, kann sich das, also dann ist zwar die Gefahr nicht so schnell gegeben, dass sie verblutet, aber die Infektion breitet sich schneller aus. So, was ist jetzt die Option, was ich machen kann? So, da ich weiß, wir haben Winter, keinerlei Verpflegung und keinerlei Medikamente oder irgendwelche anderen Schisschen. Ich würde mal sagen, sie stirbt definitiv, wenn wir den Arm abschlagen. Und ich weiß nicht, was der Zombie tut. Oh my fucking God. Die Frage ist halt auch, kriegen wir als Clementine den Arm überhaupt durch bei einem Mal? Das ist der nächste Punkt. Und vielleicht schlagen wir daneben. Weiß ja keiner, im Spiel ist alles möglich. Also ich würde jetzt mal sagen, ich entscheide mich definitiv für den Zombie. Ihr könnt ja dann mal in den Comments reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das anders gemacht hättet. Es wäre jetzt echt mal an der Zeit, mal was zu schreiben, Jungs. So, ich versuche jetzt auf jeden Fall den Kopf zu treffen. Oh mein Gott. Come on, run. Ach, das nächste Mal bei The Walking Dead. Okay, ich habe es zwar schon gespielt, aber auf den Cliffhanger war ich echt nicht vorbereitet. Sarah's glasses. Ah ja, okay, Sarah ist abgehauen und wir haben sie noch nicht wiedergefunden. You didn't have to take the radio. Carver wouldn't have hurt me like this. Of course I had to. No telling what that asswipe would have done to you. So how's it look? Am I still gonna be pretty when this heals? Ich glaube nicht, Mann. You need to get past that walker without drawing all the others. What are you gonna do? Not now. Not now, Danny. Oh no. Damn, where the fuck is Luke? Wie, Luke ist schon wieder verschwunden? They're all gonna die, Clementine. Don't let them pull you down with them. Okay, das wird ein nächster vielversprechender Part, würde ich mal sagen. Okay, also. Wir kommen zu den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Also ich, in dem Fall. Ich habe ja nicht die Chance. Wir könnten übrigens mal, wenn ihr Bock habt, einen Livestream machen. Ich habe zwar noch kein Wochenende frei, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr das in die Comments reinschreibt. Ich könnte mal wieder einen Livestream machen. Ich habe das letzte Mal bei in der ersten Staffel, glaube ich, habe ich die 400 Tage. Genau, die 400 Tage habe ich einen Livestream gemacht. Ich kann es mal eben gerade hier oben, da drüben, in die Infokarten reinballern. Auf jeden Fall, das hat super geil funktioniert, weil da konnte ich wirklich jede Entscheidung mit den Zuschauern treffen. War echt sensationell, aber auf jeden Fall geht ab wie Schwein. Aber dazu, wie schon gesagt, da unten rein, ihr wisst Bescheid. So, jetzt kommen wir zu den Entscheidungen. Compassion, have Sarah with her chores. Also, ich und 54,5% der Spieler haben Sarah geholfen. So, bei was? Wir erinnern uns, das war bei den Blaubeersträuchern oder Bärensträuchern, ich weiß gar nicht mehr, was es war, auf jeden Fall irgendwelche Bären waren es, wo wir ja dann definitiv zu langsam waren, aber ich denke mal, der wäre so oder so gestorben, weil entweder ich hätte meinen Scheiß selber gemacht und sie wäre nicht fertig gewesen, oder ich habe ihr halt geholfen und er wäre trotzdem gestorben. Also wie schon gesagt, ich würde mal sagen, wir haben einer guten Freundin, besten Freundin, wenn nicht sogar, geholfen und ja, haben was Gutes getan. Gut. Vertrauen, also Trust, nee, Versprechen. Versprechen? Nee, Promise? Promise heißt Versprechen, ne? Trust ist, glaube ich, Vertrauen. Vertrauen, ja, genau. Told Bonnie about Luke. Okay. Ah, ja, genau, alles klar. Jetzt bringt Vertrauen auch einen Sinn. Also, dass wir Bonnie erzählt, also von Luke erzählt haben, dass wir ihn halt getroffen haben und so weiter und so fort. Also, ich und 36,5% aller Spieler haben Bonnie von Luke erzählt. Also, dass wir ihn kontaktiert haben. Ne? Also, dass er mich kontaktiert hat, so rum. Also, Luke contacted you.
steht hier ja, ne? Also auf jeden Fall, dieser Punkt Vertrauen, wir haben es abgeschlossen. Wir haben definitiv Bonnie von Luke erzählt. Warum das jetzt so wenig gemacht haben, weiß ich nicht unbedingt. Ja, okay, Bonnie war schon ein hinterlistiges Stück vorher, ne? Aber ich meine, wir haben sie jetzt in unserem Team. Ich denke mal, werden wir sehen, was dabei rauskommt. Selflessness. Selbstlos heißt es wahrscheinlich. Selflessness. Ich denke mal, es heißt so. Der Andrew, der lacht sich bestimmt wieder verreckt. Admitted to stealing the walkie-talkie. Treat to speak up. Ach, ich glaube, das, ja, genau. Das war da, wo der... Ich weiß gar nicht, wie der heißt, der andere Typ. Ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, der Kenny hat hier mit diesem Typen da geschritten. Wer das Walkie-Talkie holt. Er hat ja gesagt, ich mach's. Und da stand dann als Entscheidung, warum machst du's, Kenny, nicht? Oder ich hätte ja auch sagen können, ich mach's. In dem Fall haben wir es ja gemacht. Selflessness, ist ja klar. Oder dass der andere Typ das macht, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Okay, wir haben ja selbstlos uns entschlossen, das Walkie-Talkie selber zu stehlen. Nicht, was ja auch Kenny vorgeschlagen hatte. Und das, wir waren 33,3% aller Spieler, die das gesagt haben. Also, ne? Wie schon gesagt. Vengeance. 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 Heißt es nicht? Heißt es nicht Vergeltung? Vengeance? Vengeance? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Heißt Vengeance nicht. Heißt Vergeltung nicht Payback oder so? Na, ist egal. Auf jeden Fall, watch it, Kenny kill Carver. Also ich. Oder wir in dem Fall, haben 48,6% der Spieler haben zugeschaut. Wie schon gesagt, ich habe darauf hingewiesen, dass wir der Jäger abschalten sollten, aber es bringt eigentlich eh nichts, weil das Spiel ist, glaube ich, eher Wahnsinn. Möchte ich meinen, müsst ihr jetzt erst Part wieder anschauen, um das zu wissen. Aber wie schon gesagt, ne, ihr wisst Bescheid. Ich habe euch darauf hingewiesen, also eure Eltern können nicht irgendwie sagen, ich hätte was verantwortungslos getan. Bin ich raus. Definitiv. Ja. Egal. So, auf jeden Fall, Risk. Chop it off Sarita's arm. Gut, also ich und 43,1% der Spieler killed the zombie that bit Sarita. Also, wir haben den Zombie getötet, der Sarita gebissen hat. Boah, ich komme nicht sogar an den Namen erinnern, Sarita. Ja, wie schon gesagt, hätten wir einen Arm abgeschlagen, ich weiß nicht, was passiert wäre. Wahrscheinlich bei unseren medikamentellen Ressourcen wäre sie wahrscheinlich verblutet. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Und ja, wie schon gesagt, so können wir es wenigstens noch ein bisschen vertuschen. Oder schlagen im Nachhinein noch ab. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in der Endsequenz, das sagt schon eigentlich ganz viel. Meiner Meinung nach, ich weiß nicht mehr, ob sie stirbt, keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Endsequenz, gerade wo hier bei The Next, bei The Walking Dead, da war sie ja nicht mehr dabei. Wo die Schwangere aufgeschrien hat, nicht jetzt. Also ich habe sie zumindest gerade nicht gesehen. Müsste jetzt nochmal zurückspulen. Aber wie schon gesagt, ich denke mal, sie erliegt ihren Verletzungen so oder so. Gut, wir sind eigentlich schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar und ein Like und Dislike. Wenn Dislike, bitte begründen. Warum ich das immer sage mit dem Dislike, hat folgenden Grund. Ich kann es nicht oft genug sagen, übersetzt von Shoot the Biz. Ist natürlich keine Schleichwerbung oder so. Ich werde doch nicht von denen gesponsert. Nein, leider nicht. Hätte ich definitiv besseres Equipment wie das hier. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, warum ich das mit dem Dislike immer wieder sage, ist, ein Video wird nicht nach dem nicht nach den guten Bewertungen bewertet, also nach den Likes, sondern nach Likes und Dislikes. So, egal wie oft es geklickt würde und egal wie oft es geliked oder gedisliked ist, das wird alles multipliziert und das geht dann in diesen sogenannten YouTube-Algorithmus. Der YouTube-Algorithmus, da müsste ich jetzt echt ein Tutorial darüber machen, um euch das zu erklären, der ist so konzipiert, dass es wirklich nach den Klicks, Likes und Dislikes geht. Und natürlich auch nach der Rate, wie viele Videos ihr hochladet. Ich habe das damals, glaube ich, zu dem... Profi-Noob. Da wollte ich wieder mal seinen Channel beenden, also seine Karriere bei YouTube, um einen neuen Kanal zu starten. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, Junge, es hat keinen Sinn. Und das kann ich euch auch nochmal sagen, es hat keinen Sinn, einen neuen Kanal zu starten, weil, wie schon gesagt, dieser YouTube-Algorithmus geht nach Hochladerate. Deswegen bin ich momentan so richtig fett am Hochladen. Ich will meinen Channel wirklich so ordnen, dass ich wirklich jeden Tag ein Video bringen kann, eventuell, dass sich da endlich mal was tut von meinen Zuschauern her, dass ich dann auch
die Qualität, die ich liefere, ich hoffe, dass die Qualität ausreichend ist, dass es auch was bringt. Also beziehungsweise ich bin jetzt nicht Klickerl oder so und ich will auch nicht berühmt werden oder so, aber so ein bisschen Anerkennung kann mir keiner erzählen, dass er das nicht möchte für seine Videos und für seine Arbeit, die er da reinsteckt. Beispiel zum Beispiel, wir waren jetzt auf dem Geburtstag, ich habe für meinen Onkel ein Video gemacht, so ein Highlight Reel, ihm zu ehren, weil er ist Fußballspieler gewesen und ist Trainer und Schiedsrichter und so weiter. Und da habe ich ein geiles Video gemacht. Es ging nicht lange, 4 Minuten oder so, aber das war richtig so mit einem Fußballstudio im Hintergrund und Videosequenzen, wo ich Zeit und so schnitze. Und wie schon gesagt, und an dem Abend, wo es hätte funktionieren sollen, hat das Laptop gestreikt von meinem Dad, weil das irgendwelche Codecs nicht hatte und dann hat das Video geruckelt und gezuckelt. Man hat die Qualität einfach nicht gesehen. Worauf ich hinaus will, ist, dass wenn man so viel Arbeit in ein Video reinsteckt, möchte man ja auch ein positives Feedback haben. Das hat nichts mit Klickgeilheit oder Ruhm zu tun, sondern einfach nur, dass man für seine Arbeit ein bisschen Anerkennung kriegt. Und deswegen möchte ich das so, dass meine Videos gut ankommen, dass sich meine Community vergrößert. Ich meine, das ist ja auch für euch. Jetzt zum Beispiel, wie ich das jetzt mache mit dem Channel of the Week, das ist ja auch für euch gut. Das heißt jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Kanäle ausrufe, sondern ich gucke ja auch bei euch regelmäßig vorbei. So, und wenn ihr jetzt richtig geile Videos hochladet, die richtig, richtig gut sind, dann könnt ihr auch der Channel der Woche werden. Ne? Und so läuft das dann. Und umso mehr Community ich habe, umso mehr Videos kann ich produzieren und umso mehr geht das. Na, ihr wisst schon, auch mit den Livestreams und so. Also, wie schon gesagt, ich möchte auf jeden Fall mehr ins Detail gehen, auch wenn meine Frau da nicht so von begeistert ist, ganz ehrlich. Nee, ich versuche schon die ganze Zeit irgendein Konzept zu starten, dass ich jetzt Videos wirklich im Frei verstärkt vorproduziere und vorrender. Und mit dem Hochladeplanverfahren, da gibt es ja so planmäßige Hochladeverfahren bei YouTube, müsst ihr mal reinschauen, bei Creator Studios. Da kann man das wirklich planen, diese Hochladeintervall. Und dann habe ich da wirklich für die Tage, wo ich dann halt keinen Channel of the Week mache oder einen Avenger Talk, habe ich dann wirklich die Möglichkeit, Let's Plays dazwischen hochzuladen. Und das seht ihr ja hier gerade als Resultat. Also es funktioniert soweit so gut und da habe ich auch ein bisschen mehr Zeit in der Freizeit. Ich meine, jetzt ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich muss 7 Tage am Stück durcharbeiten. Ich habe keinen Urlaub bekommen. Habt ihr bestimmt in meinem Video gesehen, für die, die es nicht wissen, in der Videobeschreibung, beziehungsweise hier oben in der Infokarte steht es nochmal drin, das Video, mein Kollege hat einen Herzinfarkt bekommen, daraufhin wurde mir halt jetzt der Urlaub gestrichen. Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm, das habe ich auch in dem Video erwähnt, dass es mir in erster Linie um die Gesundheit von meinem Kollegen geht, dass er bis Weihnachten auf jeden Fall wieder da ist, weil ich glaube, dann sonst saufen wir richtig krass ab. Aber wie schon gesagt, jetzt muss ich mich halt wieder umstrukturieren. Ich muss jetzt 7 Tage am Stück arbeiten, weil wir halt alle für einen Mann mehr arbeiten müssen. Und deswegen ist das alles nicht so einfach. Ich bin so froh. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber im letzten Video bei Tom Brani Highlight, also Channel of the Week, sind mir ein paar Fehler unterlaufen. Zum einen, ich habe es übrigens jetzt alles bereinigt. Also der Kanal ist jetzt mittlerweile verlinkt unten in der Videobeschreibung. Das Einzige, was ich nicht mehr ändern kann, da müsste ich einen Re-Upload machen. Und ganz ehrlich, das kann ich nicht tun, weil dann seht ihr zweimal dasselbe Video und das wäre auch doof für euch. Ich habe die 2 Buttons vergessen. Ihr habt das bestimmt im Video gesehen. Ich tue ja in jedem Avenger Talk, tue ich ja Anzeigen, wenn ihr mich richtig cool fandet, dann diesen lassen. Dann war es ja immer so, dass ich die eingeblendet habe. So, jetzt habe ich es vergessen. Ich habe es echt vergessen, weil ich heute Morgen vor der Arbeit, das war wirklich just in time, es ist gerade so fertig geworden, ich konnte es gerade so hochladen. Und dann habe ich noch diese Renderschwierigkeiten bei Camtasia, weil mein Core einfach viel zu veraltet ist. Ich habe einen i5 aus der ersten Generation, der ist eigentlich für die Spiele, was ich jetzt zocke, eigentlich schon viel zu wenig. Ja, mal gucken, vielleicht bringt er in der nicht so allzu ferner Zukunft. Ich rede aber schon wieder viel zu lange. Wie schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Dislike da. Ich habe das jetzt erläutert, warum es so ist. Wenn Dislike, bitte begründen und ja, wie schon gesagt, für die jetzt neu eingeschaltet haben, guckt euch auf jeden Fall auch, ich werde es auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken, als auch hier oben nochmal in der Infokarte vermerken. Vielleicht auch mal drücken, mal gucken, werde ich jetzt im Abspann sehen, ob ich das mache oder nicht, also beim Rendern. Die schalten auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall empfehlenswert, Season 1 sich mal reinzuziehen und die es schon kennen, Season 2 Part 1 auf jeden Fall. Abonniert mich, dann wisst ihr immer, wann ich ein neues Video hochlade und seid immer auf dem neuesten Stand, wenn es ein Let's Play gibt, ein Avenger Talk oder ein Channel of the Week. Mal schauen. Auf jeden Fall, seid gespannt. Ich verabschiede mich von euch, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, auch fürs sensationelle Feedback vom letzten Channel of the Week Video. Und wie schon gesagt, haut rein, baut kein Scheißblatt anständig und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, euer Avenger. Base.